Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, ich hoffe es passt so mit dem Licht, aber sieht glaube ich ganz gut aus. Oder? Ich wollte jetzt hier nicht im Flutlicht sitzen. Ja, willkommen zum FC Bayern Talk, zum Heimspiel gegen Hertha BSC, dritter Bundesligaspieltag, 15:0. Ihr seht es auch eingeblendet, Tore Thomas Müller, Levi, Jamal, Levi. Zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben nichts zu meckern. Ne? Wir haben alle drei Tage gespielt. Dass wir dann heute so ein Spiel abliefern, denke ich, ist Bombe. Ob Hertha jetzt so der Gradmesser ist, sei mal dahingestellt. Aber man muss das Spiel halt auch erstmal so runterspielen und auch erstmal 5-0 gewinnen. Also von daher muss man jetzt Hertha auch nicht schlechter reden. Gut, 0 Punkte, 5-0 heute. Ist Hertha jetzt nicht gerade in einer guten Form, aber ich denke, wir haben es gut gemacht. Mal abgesehen von Goretzka erster Halbzeit und auch Kimmich, so die ersten 60 Minuten, die so ein bisschen abgefallen sind, wo Goretzka ein bisschen mehr abgefallen ist, hat viele Fehlpässe in seinem Spiel gehabt. Aber ansonsten habe ich keinen wirklich schlecht gesehen. Und zweite Halbzeit hat Goretzka sich auch gesteigert und Kimmich so die letzten 20 Minuten auch nochmal. Ich denke, es wird auch ein bisschen daran gelegen haben, dass Hertha dann gewechselt hat. Vorher haben sie Kimmich ganz gut aus dem Spiel genommen. Klar haben wir wieder ein, zwei Unsicherheiten hinten noch gehabt, die Hertha aber auch nicht wirklich ausspielen konnte. Eine bessere Mannschaft hätte es vielleicht getan, aber ja, man kann nicht, wenn man alle drei Tage spielt, immer perfekt spielen, schon mal nicht am dritten Spieltag beim Bundesliga-Start. Also von daher sehe ich das alles ganz locker. Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben ein sehr gutes Spiel gesehen, sehr unterhaltendes Spiel. Ich fand auch gut, dass Gözalla angefangen hat. Hat er sich verdient. Und wie man gesehen hat heute wieder, tut unserem Spiel ungemein gut. Auch Gnabry fand ich sehr gut. Sage ich selten, aber fand ich sehr gut heute. Hat auch viel mit nach hinten gearbeitet. Ist nur ein, zwei Mal hat er sich ein bisschen hängen lassen, so halb. Aber ansonsten hat er viel mit nach hinten gearbeitet. Viele Akzente vorne gesetzt, hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, gibt es nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Ne? Ich denke, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken. Und dann gehe ich mal ein bisschen die Spieler durch. Stimmung, vielleicht ein paar Worte zur Stimmung noch, war auch besser. Gerade erste Halbzeit. Dafür war es zweite Halbzeit dann relativ ruhig ab der 70. Aber hey, da stand es auch schon 4-0. Da war der Drops gelutscht, da war mal so eine Viertelstunde Leerlauf, so ein bisschen stimmungstechnisch. Aber ansonsten war es auch schon verbessert, muss man ganz klar sagen. Gut, schauen wir mal rein. Kann auch nochmal aktualisieren. Bin ja wieder relativ frisch hier nach dem Spiel. Ballbesitz 63-4 zu 36-6. Fouls 4-5. Ja, Fouls war echt wenig im Spiel, muss man sagen. Ne? Ich glaube, von den 4 Fouls hat 3 Nianzu gemacht. Nach seiner Einwechslung gefühlt. Zweikämpfe 52% für uns. Schüsse insgesamt 16-8. Schüsse aufs Tor 6-3. Wir haben 2-3 wirklich extrem knapp am Tor vorbei gehabt. Das täuscht ein bisschen. Also, wir hatten schon noch mehr Chancen, wie ich fand. Ecken 8-3. Wir haben Eckentor gesehen, Leute. Muss man auch mal festhalten, ja. Ist ja nicht so häufig bei uns letzte Saison gewesen. Also von daher 11-8 Flanken, ja. Gewonnene Zweikämpfe. Wenn da schon Gözalla und Levi steht, und unser Offensivspieler, sagt das schon immer viel aus. Plus Davis, der auch mehr vorne war wie hinten. Ballkontakte, 96 Süle, 90 Goretzka, 90 Kimmich. Gut, wir haben auch viel über die Mitte gespielt, muss ich sagen. Erst dann so im letzte Drittel nicht ganz, so ein bisschen vorher dann nach außen gespielt. Fand ich gar nicht schlecht, hat mir sehr gut gefallen. Gefault worden, das sieht uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt, Levi 5, Goretzka 5, Coman 3. Coman hat ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Bei dem einen Ding hat er alles riskiert. Genau richtig gemacht. Leider in den Nachthimmel anstatt aufs Tor. Ist halt wie es ist. Torschussvorlagen. Müller 2,
Levi 2, Musiala 2. Ja, er zeigt halt immer nur die ersten drei an. Normalerweise müsste ja Sané auch noch stehen mit seiner Torvorlage, ne? Also von daher. Gut. Ja, ich habe sonst nichts groß zu meckern, Leute. Ich denke, man hat so ein bisschen schon die Handschrift gesehen vom Nagelsmann, so ein bisschen angepasst. Nicht immer nur die Außenbahn runter, wie wir sonst unser Spiel war, sondern halt auch viel durch die Mitte versucht. Und dann halt von der Mitte mal nach außen gelegt oder im letzten Drittel nach außen gelegt. Hat mir sehr gut gefallen, gerade so auch durch die Mitte, so mit Musiala da drin und auch Levi hat es ganz gut gemacht und Müller war heute auch bärenstark, wie ich fand. Da gibt es nichts zu meckern. Hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen variabler fand ich unser Spiel, wie sonst immer. Gut, Manuel Neuer. Ja, keine Ahnung, was soll man Neuer für eine Note geben, der 3. Hat rein gar nichts zu tun gehabt. Die Torschüsse, die da für Hertha standen, waren alles Rückgaben. Ansonsten hat er wie immer. Obwohl man sagen muss, wir haben nicht viel über Neuer gespielt. Erst so die letzten 20 Minuten, wo wir so zwei Gänge gefühlt rausgenommen haben. Vorher hat selbst da im Spielaufbau der Neuer relativ wenig zu tun gehabt. Also Hertha hat zwar versucht, so ein bisschen zu pressen, so ein bisschen rauszuschieben, aber nicht wirklich konsequent und ja, hat uns nicht wirklich unter Druck gesetzt. Also Neuer eine 3. Stanisic fand ich heute stabiler, wie in den ersten beiden Spielen. In den ersten beiden Spielen hat mir schon gut gefallen, heute fand ich ihn noch ein bisschen stabiler. Hat heute nicht so Risikodinger drin gehabt. Ja, hat mehr den defensiveren Part gemacht, ist aber trotzdem ein paar Mal mit nach vorne gestoßen. Platz hinten ganz, ganz, ganz souverän gemacht. Also eine gute 3 für mich. Also gibt's gar nichts auszusetzen. Upamecano und Süle. Ja, wie ich ja schon sagte, beide, wie in den letzten Spiele, beide gut. Ja, gutes Stellungsspiel. Ich meine, gut, da hast du vorher den, wie hieß er, den Selke gehabt. Jetzt sind wir ernsthaft, der Selke ist aber auch jetzt kein Top-Niveau oder sonst was. Also. Und Luke Bacchio, der so mega schnell war, sein soll, wie auch immer, habe ich auch nichts von gesehen. Also, keine Ahnung, hat der von sie im Griff gehabt. Upa und Süle will ich eine 3 geben. Ja, haben, wie gesagt, ein, zwei Wackler mal drin. Was aber auch normal ist, ansonsten haben sie gut harmoniert. Upamecano musste frühzeitig raus, aber auch Nianzu hat es gut gemacht, würde ich auch eine 3 geben. Ja, ist immer noch ein bisschen ungestümer, sag ich mal, fehlt so, man merkt, dass so ein bisschen die Erfahrung fehlt in die Spielpraxis. Aber er hat es gut gemacht, ja, er hat die zwei, drei Fouls da, die gehen auf sein Konto, aber da war jetzt auch nichts Schlimmes bei. Hat es in meinen Augen gut gemacht. Alfonso Davies würde ich auch eine 3 geben heute. Denke, für seine Verhältnisse geht da noch ein bisschen was. Nach hinten war er heute so ein bisschen Schlendrian, aber gut, man muss auch sagen, er hat uns nicht gefordert nach hinten, also schwer zu bewerten. Wie gesagt, ich würde eine 3 sagen. Koretzka fand ich, ja, wenn wir gnädig sind, würde ich eine 3- geben. Ich denke mal, beim 5-0 sollten wir keinen mit einer 4 da stehen haben. Wenn wir nur die erste Halbzeit nehmen, war es definitiv eine 4. Also erste Halbzeit ging beim Koretzka gar nichts. Ja. Wie gesagt, die Chance vom Selke in der 2. Minute, hat man gesehen, was für ein toller Stürmer der Selke ist. Hätte er noch 3-4 Meter gehen können, hätten reingeschoben, wäre gut gewesen. Zum Glück hat er es nicht getan. Weiß er selber, ansonsten hat er aber auch noch 3-4 Abspielfehler gehabt, wo ich mir gefragt habe, was ist los mit dem Leon? Auch schon die Spiele davor. Zweite Halbzeit war es dann echt gut, ne? War es dann echt, echt besser. Er hat nicht mehr so viele Fehlpässe drin gehabt, 1-2 vielleicht noch, war dann auch ein bisschen nach vorne mehr unterwegs, hat mir besser gefallen. Deswegen sagen wir mal 3-. Musiala würde ich eine 2 geben, nicht wegen dem Tor. Das Tor war natürlich das Sahnehäubchen, aber er hat so viel Wirbel da vorne gemacht, hat zwischendurch noch ein bisschen Pech gehabt mit dem Stand, mit der Nässe. Sonst wären da noch ein, zwei Chancen mehr bei rausgesprungen, aber ja, er reißt Lücken, ist halt einfach super kreativ, tut unserem Spiel so gut da vorne. Eine klare 2. Müller auch eine klare 2. Müller war heute bärenstark. Auch nicht nur wegen seinem Tor, hat so viel geackert, wieder auch dann zum Schluss dann noch,
ist ja wieder bis zum eigenen 16er zurück und so weiter. Mega stark. Hat vorne angeführt, hat vorne die Befehle gegeben, wann gepresst wird und so weiter. Mega gutes Spiel von Müller. Kimmich würde ich, sehe ich ein bisschen besser als Goretzka, aber auch nur eine 3, war heute nicht so präsent. Ich sag so, die ersten 70 Minuten hast du kaum was von ihm gesehen. Auch Zweikämpfe war so ein bisschen, man hat gesehen, so ein bisschen, der Akku ist ein bisschen leer. 20 Minuten war er da ein bisschen präsenter. Ich denke mal, habe ich ja gerade schon gesagt, lag so an den Hertha-Wechseln wahrscheinlich, dass dann Kimmich nicht mehr so unter Druck gesetzt haben, dass er ein bisschen mehr Räume hatte. Von daher eine 3. Gnabry für mich eine 2 heute. Ich war sehr zufrieden. Ich hau ja immer drauf auf den Gnabry, ne, wisst ihr ja. Weil er immer so diese Sachen hat, dass er so 5 Meter ansprintet nach hinten und dann bleibt er stehen. Das hat er heute nur einmal gemacht, zumindest ist es mir nur einmal aufgefallen. Von daher bin ich zufrieden, hat mir gut gefallen, auch nach vorne Akzente gesetzt. Klar, hat so ein bisschen noch das Glück gefehlt, aber ja, für mich eine 2. Levi, ja, bei 3 Toren können wir halt nichts anderes als eine 1 geben. Hat sich schwer getan, erste Halbzeit, hat man auch gesehen, weil er war zwischenzeitlich mal so ein bisschen unzufrieden, dass er noch kein Tor gemacht hat und so. Zweite Halbzeit hat er dann richtig Bock gehabt. Hat die Dinge einfach gemacht und dann so ab der 70. Das hat er sich auch noch ein bisschen mehr fallen lassen, hat noch ein bisschen den Aufbauspieler gegeben und so, hat mir sehr gut gefallen. Nianzu, habe ich schon gesagt, würde ich auch eine 3 geben. Hat souverän gemacht in meinen Augen. Wie gesagt, noch so ein bisschen Unerfahrenheit merkt man noch so ein bisschen, ne? Aber Stellungsspiel, Passspiel, auch das Zutrauen, mal nach vorne was zu machen, hat mir sehr gut gefallen. Sané, 28 Minuten, ja, ist dann schon ein bisschen schwieriger zu bewerten, aber ich fand es okay, würde ich auch eine 3 sagen. Wurde gut freigespielt von Müller, hat es dann gut gemacht, hat reingelegt auf den Levi, hätte das Ding auch selber machen können. War er uneigennützig. Ansonsten 2-3 Aktionen noch gehabt, 2-3 mal verdribbelt. Ja, gehört halt dazu einfach, ne? War okay, fand ich. Hat sich Mühe gegeben, hat auch die Wege nach hinten gemacht, hat geackert. Für mich völlig okay. Coman fand ich ein bisschen. Ja, was heißt unauffälliger? Er hat mehr Räume gehabt auf der Seite, definitiv. Wurde das 2-3 Mal vom Kimmich extrem gut freigespielt. Hat da ein bisschen zu wenig ausgemacht, muss man fairerweise sagen. Sané hatte die Räume nicht auf der linken Seite. Linke Seite war zu bei Hertha. Aber war auch okay. Würde ich auch eine 3 geben. Wie gesagt, das sind jetzt 23, 25 Minuten. Da kannst du schlecht bewerten. Choupo-Moting und Bonasar, lassen wir mal außen vor für 10 Minuten. Obwohl man wieder mal gesehen hat, es ist schwer zu beurteilen, wenn du gerade reinkommst und so, aber der Saar ist einfach eine Graupe. Ja. Das kannst du nicht anders sagen. Also der war auf dem Feld und direkt ist Hertha 2-3 Mal über die Seite durch. Ja, die sind nicht einmal da, doch einmal sind sie über den Stanisic gekommen, aber also weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht wollten sie ihn jetzt nochmal ins Schaufenster stellen, zeigen, dass er fit ist oder was. Ich habe keine Ahnung, aber du kannst den nicht einwechseln. Ganz ehrlich nicht. Also, das war haaresträubend. Wie gesagt, es ist schwer, das zu bewerten. Keine Ahnung, wenn du halt nur so 10 Minuten reinkommst, aber schwierig. Man muss ja dann auch ansprechen dürfen, wa? Und da waren direkt 2-3 Szenen über die Seite. Also, das war, da hätten wir fast noch das Ding kassiert. Gut, dass Hertha so harmlos im Angriff war. Also, Junge, 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 Junge. Ansonsten, wie ich schon sagte, hochzufrieden, gutes Spiel gesehen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich fand Nagelsmann Aufstellung fand ich gut. Ich fand es richtig, den Sané rauszulassen. Man muss ihn nicht nur streicheln. Ja, er weiß selber, dass davor nicht so gut war. Im Pokalspiel war schon okay. Heute war auch wieder okay. Jetzt kommt Nationalmannschaft. Der Hansi kann da auch noch mal ein bisschen streicheln. Hoffen wir, dass sich keiner verletzt bei den Nationalmannschaften, dass die Jungs unverletzt zurückkommen. Und dann schauen wir mal. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, man sieht ein bisschen schon so die Spielidee vom Nagelsmann. Auch die Dreierkette gegen Köln in der ersten Halbzeit hat mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, warum das so schlecht geredet wurde. Weil wir haben die Gegentore erst gekriegt, wo wir auf Viererkette gewechselt haben in der zweiten Halbzeit und nicht in der ersten Halbzeit. Weiß ich nicht, warum da irgendwie dazu schlecht geredet wurde.
Keine Ahnung, frag mich nicht. Ansonsten, wie man heute gesehen hat, auch von wegen Kader bei uns. Ja, wir haben natürlich keinen guten Kader, wenn man Sané und Coman einwechseln kann als Flügelzange. Ja. Ne? Weil da auch immer die Rede ist, wir müssen noch unbedingt einen Außenspieler haben. Ja, ich denke, man muss jetzt nicht Musiala da noch einen vor die Nase setzen. Ich denke mal, wenn der ein bisschen Spielzeit bekommt, ja, kann das nicht schaden. Wie man gesehen hat, nutzt er die Spielzeit auch. Also von daher sehe ich das nicht. Ja, ich gehe davon aus, wenn man so die Interviews gehört hat mit Bratze und so, gehe ich davon aus, dass der Sabitzer kommen wird. Vielleicht geht noch der Richards nach Hoffenheim. Muss man mal abwarten, was so in den letzten 2-3 Tagen jetzt noch passiert. Abgänge, Zugänge. Bin sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass der Sabitzer kommen wird. Und was ich dann noch gelesen habe, Hofmann, Leute, da fällt mir nichts zu ein. Ich meine, wo ich den Namen dann noch Ginter gelesen habe, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, ganz ehrlich. Sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass wir einen Innenverteidiger brauchen. Keine Ahnung, wenn man ihn als rechten Verteidiger holen würde, ist für mich jetzt kein rechter Verteidiger, der in unser Spielprinzip passt. Ja, da kannst du einen Süle auch rechts hinten stellen. Das ist ungefähr die gleiche Spielweise. Sehe ich nicht. Sehe ich ganz ehrlich nicht. Ich denke, wir haben genug Innenverteidiger. Wir brauchen da keinen. Und Hofmann. Alter. Weiß ich auch nicht. Wenn ich dann das von 20 Millionen lese, dann ganz ehrlich, nein. Definitiv nein. Keine Ahnung, willst du ihn für 5 Millionen kriegen oder ablösefrei? Ja, supi. Ist für mich jetzt kein Qualitätsspieler, kein super Bundesligaspieler. Und schon gar nicht irgendwie einer mit internationaler Klasse oder Format. Also, keine Ahnung, Leute. Sehe ich nicht. Sabitzer kann ich schwer einschätzen, was man so gelesen, gehört hat. I don't know, ich bin da nicht so drin im Leipzig-Thema. Müsste ich sehen, wenn er bei uns ist. Aber auch da, wenn das da echt in die 20 Millionen gehen sollte, dann nein. Der hat ein Jahr Vertrag. Da kannst du 10 Mille zahlen bei einem Jahr, das ist in Ordnung, aber wenn Leipzig da mehr haben will, ja, dann scheiß drauf. Ganz ehrlich, Leute. Ja, kannst du da nicht machen. Dann kommt dein nächstes Jahr ablösefrei und Arschlecken. Mal ganz ehrlich. Ja, klar, wenn sich ein, zwei verletzen, wird es ein bisschen haarig bei uns, aber ich traue dem Nagelsmann auch zu, dass er das gestemmt kriegt. Und wie gesagt, für die Bundesliga, mal ganz ehrlich, Leute. Sollte unser Kader locker reichen. Klar, wenn du wieder das Pech hast, Champions League und dann fällt da ein wichtiger Spieler oder zwei wichtige Spieler wie Kimmich und Goretzka aus. Ja, aber dann ist das so. Ist in anderen Mannschaften auch so, wenn da die Schlüsselspieler dann ausfallen. Ja, dann wird's schwierig. Mein Gott, das gehört dazu. Ja, aber wir müssen uns jetzt nicht da in irgendwelche finanziellen Dinge stürzen. Ich sehe das nicht, da jetzt irgendeinen Spieler für 20 Millionen zu verpflichten, Leute. So schlecht sehe ich unseren Kader nicht. Da muss man halt mit den Spielern arbeiten, die da sind. Wa? Ich denke mal, so ein Marc Rucker hat Potenzial. Kyusong, da halte ich gar nichts von, habe ich ja auch schon gesagt. Aber Tolisso ist halt auch noch da. Ist jetzt auch nicht so schlecht, wenn er denn mal fit bleibt. Und ja, da muss man mit den Jungs halt arbeiten. Also ich sehe das alles nicht so dramatisch, wie es ist, klar. Vielleicht im halben Jahr oder was weiß ich, in ein paar Monaten sitze ich hier und sage, ach, hätten wir mal noch nicht noch einen gekauft, weil jetzt sind die und die verletzt. Ja, aber dann ist das so. Ja. Mein Gott, da muss halt mal einen jungen Jaros da reinschmeißen. Ist ja nicht so, dass wir keine Talente haben. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, wenn man mal in die zweite Mannschaft guckt. Klar, ist jetzt nur vierte Liga, Regionalliga Bayern, aber marschieren da halt auch durch und hat einen Altersdurchschnitt von 18,27 Jahre beim letzten Spiel. Also ich denke nicht, dass wir keine Talente haben. Also von daher. Wie ich schon sagte, klar, wenn du so einen Sabitzer kriegst für 10 Mille oder sowas, alles gut oder noch einen anderen irgendwie für den Preis, weil der muss uns halt auch weiterbringen, ja. Es bringt ja nichts, wenn wir wieder so 2-3 Buner Saas kaufen, ja, die keine Qualität haben. Was bringt uns das? Der hat 8 Mille gekostet, ich weiß nicht, was er verdient im Jahr. Wahrscheinlich 4-5 Mille. Und bringt uns nichts. Der kommt rein 10 Minuten und ist gleich Gefahr in unserer Mannschaft. Also kannst du halt knicken, wa? So eine Transfers brauchst du nicht. Dann verpflichtet halt gar keinen.
Wie gesagt, ich sehe unseren Kader gut aufgestellt. Wenn alle fit sind, sowieso. Und je nachdem, wo die Leute dann mal verletzt ausfallen, kannst du das auch kompensieren. Wenn mal so ein Koretzka ausfällt und Tolisso dafür fit ist und spielfit ist. Mein Gott, ansonsten Müller könnte das auch spielen, die 8. Dann muss der Kimmich halt den defensiven Part mal ein bisschen feuern. Ansonsten hast du einen Jansu, der defensiv spielen kann im Mittelfeld. Also, ich mache mir da nicht so einen Kopf, wie das so in der Presse dargestellt wird. Also, ich bin sehr gespannt, was noch passiert bis Dienstag. Ist ja Länderspielpause, vielleicht haue ich unter der Woche mal oder zum Ende der Woche dann noch ein Video raus. So, wir gucken mal, was noch passiert ist, so an Neuzugängen und so weiter. Haue ich mal meine Meinung dazu raus. Für die es interessiert. Und ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören uns. Wir spielen gegen Leipzig. So viel ist klar. Samstag, 11.09. 18:30 Uhr. Topspiel. Also hören wir uns am 12.09. dazu wieder. Vorher natürlich, wie gesagt, sollte noch Abgänge, Zugänge kommen. Oder generell sollte gar nichts passieren. Mache ich kein Video. Es sollte da ein bisschen was passieren in unserem Kader noch. Gehe mal den Kader nochmal durch. Haue ich da nochmal meine Meinung zu raus und auch wie ich das so sehe mit den Alternativen, die wir haben. Gut, jetzt aber. In diesem Sinne, Leute. Ihr kennt das Spielchen, wa? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal. Damit ihr kein Video verpasst, freue ich mich drüber. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi.